Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von eurem Lieblingsreisemagazin. Heute habe ich für euch natürlich die Kapitäne. Dann begleiten wir Ida Aura auf der Weltreise. In Mindelo waren wir. Und zuletzt kommt Pfarrer Gedeon. Wie immer, wie jedes Jahr. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. You better watch out, you better not cry. You better not pout, I'm not telling you why. Santa Claus is coming to town. He sees when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good for a be good, so God's sake. Better watch out, you better not cry. You better not pout, I'm not telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Und hier sind sie, unsere Kapitäne mit den Weihnachtsgrüßen. Have yourself a merry little Christmas. Wir wünschen Ihnen Zeit für sich und Ihre Liebsten, besinnliche Weihnachtstage, wunderschöne Erinnerungen an Ihre Reisen, viele Plätzchen, ein Lächeln, ein paar Tage weihnachtliche Gemütlichkeit, die passenden Ideen für Ihre Geschenke und überrascht zu werden. Glückliche Gesichter, Freude und Gelassenheit. Zeit für Gespräche. Dass Sie zufrieden auf das Jahr zurückblicken können. Zeit, um bummeln zu gehen. Oder auf den Weihnachtsmarkt. Zufriedenheit im Herzen. Und dass wir Sie gesund und munter bald wieder bei uns an Bord begrüßen können. Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten. Und ein gesegnetes neues Jahr. Merry Christmas. Und es gibt noch eine ganz große Familie, die Ihnen frohe Weihnachten wünschen will. Unsere AIDA-Familie und unsere Besatzung auf den Schiffen. Deswegen alles Gute, frohe Weihnachten und später natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommen Sie bald wieder. Wir wünschen allen Gästen und Kollegen frohe Weihnachten, besinnliche Tage und ein schönes neues Jahr. Es ist ja schon sowas wie eine kleine Tradition, dass wir rund um die Weihnachtszeit Kinder in Kinderheimen besuchen. Wie auch in Mindelo, jetzt schon zum zweiten Mal. Und da habe ich einen Film für euch. Wir stehen hier auf der Pier von Mindelo und machen uns jetzt gleich auf den Weg Richtung Kinderheim. Viele und tolle Spenden sind zusammengekommen von Ihnen, liebe Gäste. Und die möchten wir jetzt zu den Kindern bringen und die Kinderaugen leuchtend machen. Heißt du? Como? Gerden. Gerden. Ey, que nome bonito, hein? Also diese Jungs werden jetzt zur Schule gebracht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, hier zum Unterricht zu gehen. Aber wenn die Kinder ein bisschen weiter sind, dann werden sie zu einer Schule außerhalb des Kinderdorfes gebracht. Jetzt werden wir zu so einer Art Shop gehen. Es ist ein Laden. Was heißt das? Die Geschenke, die hier gebracht werden, werden in diese Shop bewahrt. Und wenn die Kinder sich benehmen, wenn sie Zähne putzen zum Beispiel, bekommen sie Punkte. Durch diese Punkte können sie shoppen gehen. Komm mal mit. Alle Sachen, dass diese Kinderheim geschenkt bekommen, werden hier geteilt. Und dann, wie man hier sieht, gibt es Punkte. Haben sie 2000 Punkte? Bekommen Sie solche Sachen. Haben Sie dann hier 500 Punkte, dann bekommen Sie das. Es ist wunderschön zu sehen, wie persönlich die Leute hier mit den Kindern umgehen. Also viele der Jungs, die hierher kommen, haben Gewalt erfahren. Und ich finde es wunderschön, wie Maria mir gerade erzählt hat, sie bekommen ein Zuhause, Wärme, Liebe und haben alles, was ein Kind braucht, um glücklich zu sein. Getunnelt hat er mich, habt ihr das gesehen? Naja, ich bin vielleicht nicht der größte Cristiano Ronaldo oder Messi dieser Welt. Also das ist sein Schlafzimmer. Er ist nicht nur für sein Bett zuständig, aber für diesen Raum.
Das bedeutet, er sorgt dafür, dass auch sein Kollege das hier alles aufräumt und alles ganz schön macht. Und man sieht, er macht es sehr gut, weil schau mal, wie viele Geschenke er schon bekommen hat durch die Punkte, die er gekriegt hat. Sehr gut gemacht. Muito bem feito. Normalerweise sind hier 30 Kinder, die hier essen, zur Schule gehen, von Schule zurückkommen. Und wie das Mädchen, die da hinten sitzt zum Beispiel, sie ist gerade von Schule zurückgekommen, dann isst sie. Und die anderen Jungs, die jetzt zum Beispiel hinter uns mit dem Rucksack, er geht jetzt zur Schule. Das ist ein kleiner Teil der Spende, weil ihr habt viel, viel mehr uns gegeben. Und wir sind so dankbar, dass wir die Geschenke hier gebracht haben. Der Rest, alles anders, geht zum Shop. Aber erst müssen sie verdienen, müssen sie Punkte verdienen, um den Rest zu bekommen. Wir sind ganz dankbar, dass ihr so großzügig wart. Vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas! Das gesamte Ausflugsteam wünscht frohe Weihnachten. Auf geht's mit der N01 zum Nordpol! Ja, wir machen jeden Tag ein Kalendertürchen und da wir ja sehr viele Nationalitäten hier an Bord haben, erzählen diejenigen, was so Tradition sein könnte in ihrem Land. Hello, my name is Jovian Terrado. Hello, my name is Norman Patiak. We are from the Marbar team and we are from the Philippines. We have a traditional from the Christmas. It's A. We make towels animal for Christmas. B. Parade with lanterns. C. We use palms of Christmas trees. Denk mir mal die C. C? Ja. Ja. B? Das ist ja schlimmer wie in der Schule, wird man gemobbt. The answer is parade with lanterns. Oh. Also, vielen Dank, liebes Publikum. Hey, my name is Lee and I am a Sound Kitchen from Idamar and I'm from South Korea. We have a tradition when we give presents when we have Christmas. What is it? A. We say no 2 times and we take 3rd time. B. We kiss the nose from the other guy who gives present. C. We dance together when we get the present. So, ihr beiden, Kevin und Tobi, was meint ihr? C. C? Hm. Übernimmst du C? Du sagst A? Ja. Oh. B höre ich auch da hinten. Ja, bin in B. B. So, dann wollen wir mal Lee fragen, was so in seinem Land los ist an Weihnachten. Bitte schön. Answer is A. We get 2 times no before we get the present. Ja, das ist wie in der Schule. Man weiß nicht, ob die Richtigen das richtig vorsagen. Jedes Jahr freue ich mich auf die Rede von Gerion Alter. Und er spricht mir immer aus dem Herzen, wie auch dieses Jahr. Liebe Freundinnen und Freunde der AIDA, es ist nun schon das 5. Mal, dass ich diesen Weihnachtsgruß spreche. Und jedes Mal versuche ich, so gut es geht, mich in Ihre Situation hineinzuversetzen. Es ist in jedem Jahr dieselbe Botschaft, immer wieder in andere Worte gekleidet und doch immer dasselbe. Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Ein Fest, an dem es Ihnen so richtig gut geht, an dem Sie eins sind mit sich und Ihrem Leben, an dem Sie sich geliebt fühlen und einen tiefen inneren Frieden spüren. Denn das ist der Sinn von Weihnachten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Weihnachten ist da, wo Menschen einen tiefen inneren Frieden spüren und wo aus diesem inneren Frieden dann auch ein äußerer Friede entsteht. Das ist mein ganz einfacher und zugleich ganz großer Wunsch für Sie, dass Sie heute oder in den nächsten Tagen einen solchen Moment des Friedens erleben. In diesem Sinne ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.
Und wer jetzt noch ein Geschenk sucht für sich und seine Familie, der geht am besten ins Reisebüro oder auf www.aida.de und lässt sich so ein bisschen inspirieren. Da gibt es einige wirklich tolle Angebote. Und jetzt kommt sie, ich weiß, ihr habt auch zu Weihnachten drauf gewartet, die Verlockung der Woche. Wo ist eigentlich meine Verlockung der Woche? Ah. Wir starten in Dubai und fahren als erstes nach Muscat und Abu Dhabi. Es geht weiter nach Salalah im Oman. Von hier nehmen wir Kurs auf das Rote Meer und entdecken Aqaba. Nach der Fahrt durch den Suezkanal machen wir noch Halt in Valletta und erreichen das Ziel unserer Reise, Palma de Mallorca. Und zum Schluss, bevor wir zu den schönsten Bildern von Bord mit der tollsten Musik kommen, von uns allen hier, fröhliche Weihnachten. Lasst es euch richtig gut gehen, schaltet mal ab, legt euch zurück und lasst euch richtig beschenken. So, und jetzt kommen wir zu den schönsten Bildern der Woche mit der wunderbarsten Musik und ich esse meinen Keks zu Ende. To rely on me, I guess I was a shoulder to cry on.